Eine gute Auftragslage und eine hohe Konsumlaune bei den Verbrauchern. So sehen die Unternehmen momentan die Geschäftslage. Das geht aus der heute veröffentlichten Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Cottbus hervor. Insgesamt beurteilen 92% der befragten Unternehmen ihre Lage als zufriedenstellend. In dem gewerblichen Bereich sieht es hingegen nicht so positiv aus. Jedes fünfte Unternehmen klagt über die aktuelle Situation. Ich denke, es sind zum Teil schon Gründe, dass es in diesem Jahr erhebliche Verunsicherungen mit Vattenfall gegeben hat. Dort sind dann doch entgegen allen Beteuerungen manche Aufträge nicht so zustande gekommen, Investitionen zurückgehalten, und das hat Auswirkungen für Handwerksunternehmen. Deshalb schließt sich die HWK mit der IHK zusammen. Gemeinsam mit den Betrieben wollen sie Ideen entwickeln, damit die Unternehmen weiterhin erfolgreich bleiben. Ein Thema, das auch im Handwerk aktuell ist, ist die derzeitige Flüchtlingslage. Viele Unternehmen können sich vorstellen, Asylbewerber einzustellen. Also überall, wo ich jetzt in der letzten Zeit hingekommen bin, ist das Thema ein Thema bei unseren Betrieben. Das spielt eine Rolle in der Belegschaft. Es gibt Sorgen, wie das weiterhin gehandelt wird und was für Auswirkungen es haben wird für den Einzelnen in seinem Lebensbereich, in seinem Arbeitsumfeld. Und gleichzeitig gibt es eine große Bereitschaft unserer Betriebe, Flüchtlinge auszubilden oder zu beschäftigen. Und auch hier versichert die Handwerkskammer Cottbus, den Betrieben zu helfen. Generell blicken die Unternehmen optimistisch in das nächste Konjunkturhalbjahr. Ein Drittel erwartet sogar bessere Geschäfte.